Willkommen zurück. Im letzten optionalen Video habe ich die Lendel-Ritterrüstung gefarmt, die man gerade sieht, und dabei den Charakterwert Entdeckung erklärt. In diesem Video machen wir im Süden Leonias weiter und bekommen auch hier eine neue Rüstung. Zuerst werde ich allerdings meine Rüstung nochmal zurückwechseln zur Ritterrüstung. Ich werde diese goldene Rüstung erst später tragen. Einmal umziehen. Auch wieder das Schild und die Waffe. Dann nehmen wir auch wieder die Lanze. Und dann geht es auch schon los. Wir porten uns zur Gnade. Dein Pavillon am See. Das ist hier unten. Ich kann schon mal sagen, wir werden in dieser Folge auch einen Händler treffen und brauchen dafür wieder so circa 14.000 Runen. Und wir werden jetzt hier weitermachen. In einem Dorf. Dort bekommen wir auch ein Item, was auch sehr, ja, was trophäenrelevant ist. Also für alle, die Trophäen haben wollen. Dieses Video auf jeden Fall sehr relevant und wichtig. Ich zeige gleich nochmal die Position, wo es hier hochgeht, genau, wenn ich aus dem Kampf komme. Sind an der Position jetzt ungefähr hier hochgegangen. Treffen jetzt einen bekannten NPC, sprechen mit ihm. Oh, it's you. Well, I witnessed a sight much the same. In my infancy, the oppression of the weak, a waking nightmare, made by me. But this time, and though the suffering cannot be undone, justice to the oppressors, let the scars I carve remind them. But this time, and though the suffering, justice to the, let the scars I carve. Wir gehen weiter hoch. Bin jetzt hier noch mal eine Larventrainer. Sehr gut. Und eine Gnade, die wir gleich aktivieren. Dann gehen wir hier links über die Brücke rüber. Hier finden wir ein Kristallschwert, was für Magier ganz gut ist. Das mitgenommen und dann gibt es hier noch ein anderes Item, wenn wir mitnehmen können, hier hinterm Baum. Und dann geht es auch schon wieder zurück. Jetzt laufen wir hier nach oben weiter. Können den Gegner hier ruhig aus dem Spiel nehmen. Sehen wir hier so einen, ja, leuchtenden Krug oder Topf oder was das ist. Bring da einmal gegen. Please no, dear me. Reden mit ihm. I haven't a clue. No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait then. You're well. What a relief. Oh, we're finished. The curse mongers have destroyed everything. I beg you. You must keep it out of the curse monger. So, und dieses Medaillon ist sehr wichtig für später, fürs Endgame. Das schaltet dann ein Gebiet frei, wo es trophäenrelevantes Zeug gibt. Von der ist es wichtig, dass wir das jetzt schon mitnehmen. And if you should meet the young, then please give it to her. A chosen land. The medallion is the only a quaint treasure, but for dear Latena. My legs will soon fail, alas. Okay, jetzt gibt es hier noch eine Waffe, die wir mitnehmen können. Gut ist. Jetzt geht es hier rechts über eine Brücke rüber.
Hier gibt es jetzt einen kleinen Boss, den wir auch besiegen können. Der einen Talisman droppt, der ziemlich schlecht ist, ehrlich gesagt. Ja, dann sieht man da hinten den Boss. Wir wollen hier aber erstmal die Hunde pullen, weil die sonst möglicherweise in den Kampf eingreifen und ja, zu viele Gegner gegen sich zu haben, ist immer schlecht. Wir können hier auch Störung nutzen. Machen wir einfach mal. Ja, aber so schwer ist der nicht. Jetzt nehmen wir hier noch ein Item mit. Ich glaube, das müsste ein Runenbogen sein. Genau. Dann gucke ich nochmal kurz, aber ich glaube, wir haben dann alles in diesem Gebiet. Genau. Jetzt porten wir uns zur Gnade. Krabbenkocherhütte. Und ich habe jetzt vor, in den nächsten Folgen, wenn ich extra Runen überall habe, bei dem immer wieder solche Garnelen zu kaufen. Wir hatten ja schon mal, ich hatte das Item schon mal gezeigt, das pusht die Defensive für 1,5 Minuten, ist ziemlich stark. Und ich kaufe jetzt einfach mal 20 Stück. Und wie gesagt, in den nächsten Folgen komme ich immer mal wieder. Sodass ich irgendwann mal auf so 50, 60 komme. Damit das eben mal für länger reicht. Und ja. Jetzt geht es von hier aus weiter. Und zwar gibt es jetzt hier einen weiteren Dungeon, den wir besuchen werden. Der auch sehr wichtig ist, auch fürs Endgame. Ein späteres Gebiet. Dieser Dungeon ist auch nicht wirklich schwer, also auch kein schwerer Bossgegner. So, und der Eingang ist genau an dieser Position. Lade aktivieren. Ruhe öffnen. Jetzt hier weiter. Ja, das Moos können wir ruhig mitnehmen. Wie gesagt, immer wichtig für alle, die sich gern das Antigift herstellen wollen.
Talisman ist ganz gut. Verbessert Konterangriffe. Das Problem ist nur, dass man Bosse sehr selten kontern kann. Also vernünftig kontern kann. Das ist nicht immer so einfach. Bei normalen Gegnern ist das echt super. Aber bei Bossen ja eher weniger. Gut einsetzbar. So, jetzt wären wir hier. Sind wir wieder fast am Anfang. Lassen wir uns runterfallen. Hier. Dann da. Hier. Und noch einmal. Die Gegner werde ich jetzt mal ein bisschen ignorieren. Die gerne umbringen. Noch mal weiter. Und hier könnt ihr die auch alle besiegen. Nimm nur die goldene Rune mit. So, jetzt geht's hier runter. Ich muss mal gucken, wo springt man zuerst drauf? Da. Und hier noch Schmiedestein, Stufe 2 und 5. Ne, 4. Und jetzt sind wir auch schon gleich beim Boss. Die werde ich wieder ignorieren. Den Boss kennen wir auch schon, den Boss-Typ. Störung. Ich glaube, die greifen noch irgendwas draußen an. Oh Gott. Gut. Dann sollte man die Drachen vielleicht doch davor töten, wenn man diese Ablenkung nicht haben möchte. Aber geht ja auch ohne. Ne? Alles man ist jetzt auch nicht so berauschend. So, wir gehen weiter durch die Höhle und kommen dann am Ende, anderen Ende heraus. So, hier werden wir jetzt die Gnade aktivieren. Dann nehmen wir hier das Item noch mit, einen weiteren Runenbogen. Ihr seht, wir kriegen jetzt immer mehr davon. Und dann gehe ich noch mal kurz mit Gnade rasten. So, dann geht's auch weiter. Wir reden mit dem NPC. Faltan, I told thee that I possess. Or have you come to take more from was my other half? Ne, das Medaillon, was wir jetzt vorhin bekommen haben, das werden wir ihr jetzt zeigen. Oh, so old Albus, and then I have no choice. Let's try again. I'm let my apologies for my I presume the worst. I hope that you will forgive. Nochmal. The medallions. Would you consider doing me a great? I must go back. There is something I must do. Will you show me the way? If you accept of the whereabouts of the medallions are. Okay, sie möchte uns sagen, wo die zweite Hälfte des Medaillons ist, wenn wir ihre Bitte annehmen. Thank you kindly. They say the other half of the castle soul on the. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. I will go with the tarnished. Forgive me, Lobo. Und sie kommt jetzt mit uns mit. Hm. Sieht man jetzt auch. Verschwindet und ja. Wird jetzt ähnlich, ich sag mal, wie Melina bei uns sein. In Form einer Beschwörungsasche, die wir auch benutzen können. So, jetzt porten wir uns zur Tafelrundfeste, aber noch eine kleine Warnung. Wir werden dort jetzt gleich invaded, ja, von einem Gegner. Den wir auch kennen. Der ist auch nicht besonders schwer zu besiegen. Aber trotzdem, dass ihr vorbereitet seid.
Ja, schon. Ja, man sieht es vielleicht in dem Rot nicht so gut. Aber das ist der stille Typ, der vor dem Raum von Gideon immer steht. Den haben wir jetzt besiegt. Kriegen auch eine schlechte Waffe, die wir nicht brauchen. Das Coole ist, was wir bekommen, seine komplette Rüstung, seine Skelettrüstung nenne ich sie mal. Die ist nämlich jetzt hier, wo er immer stand. Und ich denke, für die nächsten paar Spielstunden werde ich die auch einfach mal tragen. Einfach mal, um auch Abwechslung zu haben. Ich zeige auch nochmal, was sie kann. Also, ihr seht, sie ist minimal schlechter von den Werten, bei gleichem Gewicht. Von der eigentlich macht es keinen Sinn, sie zu tragen. Aber wie gesagt, da es nur minimal ist, sagen wir mal, es ist Fashion und wir wollen jetzt wie ein Skelett aussehen. Die Tulpen. Beinschutz. Zeige ich euch nochmal, was die für einen besonderen Effekt hat. Sehen wir jetzt in der Mitte. Hier steht, regeneriert bei Lebenspunkteverlust langsam eure Lebenspunkte. So funktioniert das leider nicht. Also es funktioniert nur, wenn wir ganz low life sind, dann kriegen wir ein bisschen Leben zurück. Ansonsten funktioniert diese Lebensregeneration gar nicht. Also ja, ist nicht ganz so, wie man es, ich sag mal, liest. Ja. So, wir haben diese coole Rüstung, machen jetzt weiter. Gehen jetzt hier rüber, wo auch der Schmied ist. Erwischen ihn beim Beten. Können ja mal zuhören, was er so sagt. Have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long. A god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. I didn't. I'll be doing much. Just lay out your... Reden mit ihm einmal über die Gebete. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, Tarn, and my prayers are my... Well, I've had my say. Gehen wir runter in den Keller. Hier befindet sich jetzt Nephilim und wir werden mit ihr nochmal reden. Ah, you, please. It's pathetic, I know, but... Ah, you, please. Sie will aber nicht mit uns reden. Dann gehen wir hoch und sprechen mit ihrem Ziehvater Gideon. Wir reden mit ihm über Nephilis Verzweiflung. Ah, indeed. It seemed the whelp harbored suspicions, so I had no further use for her. Honestly, what a determined plebeian is more wicked than I suspect, that's just a dose of ambition. Jetzt reden wir mit ihm noch über Ensher. Das ist der, der vor seinem Raum die ganze Zeit war und der uns angegriffen hat. Oh, my apologies for that nasty business. Ensher got rather ahead of himself as his master. But now, Ensher is finished. For a... Jetzt könnte man sich natürlich fragen. Ah, yes. Allow me to tender some advice in regard to the half of the secret. Warum der uns überhaupt angegriffen hat? Find the Albinoric. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which she knows the location of the... Jetzt geht's wieder runter in den Keller, wieder zu Nephili und reden. Wir reden nochmal mit ihr. Ah, you, please. It's pathetic, I know. So you know already, do you? Right. It's true. My father cast me out for indulging my emotions, forgetting the mission. Father. Mother, I would have done anything for him. And yet I betrayed him. And I cannot think he'd order his men to... Where is the justice he purports in? He once told me that if he became Eldon, he would never allow the downtrodden to... Was he simply lying to me? No. No. How could I say that? Father has always... And now... So, jetzt können wir ihr den Sturmfalkenkönig überreichen. Den haben wir im Tutorial-Gebiet gefunden, als wir da wieder hin sind, Richtung PvP-Gebiet, sag ich mal. Is that Ash?
I can smell the ancient storm, my thanks. I'm not like Roderick. I don't feel the presence of spirits. Still, it reminds me of my first home. Thank you. In this ash, I can smell the ancient. It reminds me of my... Okay, dann sind wir hier erstmal wieder fertig. Jetzt porten wir uns nach Leonia, hier nach oben, Straße zum Anwesen, wo der Schmiedemeister ist. Gehen jetzt weiter Richtung Norden. Wegen dieser Falle mit diesen, ja, Sternring oder ähnliches. Ein bisschen aufpassen natürlich. Aber wenn man vom Weg weg bleibt, geht's eigentlich. Also ich halte mich immer so rechts oder ganz links. Da hinten sehen wir schon die Gnade, die wir aktivieren wollen. Wir gehen jetzt hier aber noch nicht rein. Wir rüsten jetzt hier eine Kriegsasche aus, denn um das Schloss herum gibt es wieder so einen unsichtbaren Skarabäus. Damit wir den besser treffen, werde ich hier wieder den Sturmstampfer mitnehmen. Die Waffe, nehme die Waffe auch in beide Hände. Aber Freitier. Ist er schon. Ich glaube, er kommt hier lang. Vielleicht das Waffentalent einsetzen. Rain auch schon. Was? So, dann kann man jetzt hier an den Klippen rüber. Genau an dieser Position. Kommen wir hier rüber, die andere Seite. Dann erstmal rechts rum, hier finden wir den Händler. Gucken wir mal, was der so für Items für uns hat. Ich nehme die drei Runenbögen mit, für 12.000 insgesamt. Und ich nehme auch das Handbuch mit für 2.000, das sind die 14.000. Und ja, das. Mehr brauche ich von dem nicht. Dann geht es hier weiter. Wir sind jetzt in der Position. Hier finden wir so eine weitere, ja, Kirchenruine. Hier können wir eine Lade aktivieren und kriegen eine weitere heilige Träne. Erstmal die Lade aktivieren. Dann hier die heilige Träne mitnehmen. Dann einmal außen herum und dann gibt es hier oben irgendwo noch einen Runenbogen, den wir auch nochmal mitnehmen. Dann leuchtet es. Dann können wir uns zurückporten. Wieder zur Kirche. Jetzt wieder nach unten und jetzt laufen wir hier gleich nach unten über das Wasser, dann hier durch bis hier hinten hin. Auf dem Weg kann ich schon mal davon erzählen, dass hier ist ein Dungeon, den werden wir auch bald besuchen, jetzt noch nicht, aber bald. Und genauso wie dieser Aufzug hier, wofür wir ja auch schon das Medaillon haben, das komplette, geht es hier in ein neues Gebiet, ja, das nennt sich Altes Plateau. Und es ist sehr wichtig, wenn wir jeden Content mitnehmen wollen, dass wir aktuell da noch nicht hingehen. Ne? Darum eine kleine Warnung an alle. Nicht den Aufzug benutzen, noch nicht den Dungeon machen und erst recht nicht am Ende des Dungeons rausgehen, auf der anderen Seite in das neue Gebiet. Das ist ganz wichtig, weil später, um es einmal kurz zu erklären, gibt es in Caelid einen Bereich, der sich verändern wird, wenn wir dieses neue Gebiet da oben betreten. Ja? Und das heißt, uns wird Content entgehen. Das heißt, aber nicht, dass es trophäenrelevant ist, dafür ist es nicht schlimm, also wer nur auf die Trophäen schielt, dem kann es egal sein, aber
Derjenige wird halt Content verpassen, ja, weil das Gebiet, ein kleines Gebiet in Caelid wird sich eben verändern. Und das dann zu früh sozusagen, ohne dass wir den Content gemacht haben. Also das nur als kleine Warnung. Am besten nicht dieses Gebiet da im Norden betreten. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Gehen wir hier weiter. Bin gleich eine goldene Saat. Eine Gnade. Die goldene Saat. Nehmen wir hier erstmal noch den Schmiedestein mit. Stufe 5. Hier ist die Gnade. Passt da einmal, um aus dem Kampf zu kommen. Markierung entfernen und jetzt gibt es hier rechts noch einen Garabeus, den wir noch mitnehmen können. Fledermäuse werde ich ignorieren, einfach nur das Garabeus töten. Kriegsasche mitnehmen, wieder zur Gnade und Tasten. Jetzt geht es nochmal. So, Gnade, Krabben, Kocher, Hütte. Und ich werde jetzt meine restliche Runen dafür verwenden, nochmal Garnelen zu kaufen. Wie gesagt, ich will das ein bisschen aufstocken im Inventar. Besser. Alright, mate. Zack, einfach alle kaufen, die ich kaufen kann mit den Runen. Und gut ist. Ja, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Und im nächsten Video geht's dann in Leonia weiter. Und zwar machen wir dann den Westen.